So, meine Freunde der gepflegten elektronischen Unterhaltung, ich begrüße euch auf das Höchstmaß der hier angemessenen Herzlichkeit und weiter geht's. Gib mir deinen Schatz und ich lasse dich leben. Das wirst du noch bereuen. Wir werden es sehen. So, was brauchen wir denn noch? Beseitigung, Metier und Missbilligung. Metier? Fühle ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Ich bin Gummi, du bist Stahl. Na gut. Das wusste er nicht. Dann... Mein Herz rast, denke ich an deine Beseitigung. Dann wäre koffeinfreier Kaffee ein erster Schritt zur Läuterung. Das ist eine gute Antwort, die gefällt mir. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Ja, dein Atem hat sie auch paralysiert. Das war ja auch leicht, dein Atem hat sie paralysiert. Dann brauchen wir jetzt noch Missbilligung. Mein Minenspiel zeigt dir meine Missbilligung. Für dein Gesicht bekommst du eine Begnadigung. Wirst du laut Testament eingeäschert oder einbalsamiert? Ja, jetzt kommt desinfiziert. Sollte ich in deiner Nähe sterben, möchte ich, dass man mich desinfiziert. Ja, das war's schon. Du hast gewonnen. Gib mir deinen Schatz. Du schmuddeliger Kielwassersäufer. Ich wollte ihn sowieso nicht. Wir haben Beute gemacht. So, wir haben zwei Antworten gekriegt. Keine neue Beleidigung gelernt, aber wir haben immerhin ist Seekarte. Ich befürchte, ich könnte von der Tinte eine Bleivergiftung bekommen. Ach, Quatsch. So, dann unterhalten wir uns mal mit ihm. Schon wieder da, Mister? Nö. Ich möchte ein paar Kanonen für mein Piratenschiff kaufen. Ich nehme die Kanone vom Typ Mr. Massacre. Eine Mr. Massacre? Kommt sofort! Mama! Mama! Sehr gut. Okay. Wir sind nicht mehr weit von Monsieur Richelieu entfernt. Okay, da fliegen die Kanonenkugeln schon. Aua. Wir wollen ja alles selbst machen. Bei uns. Ja, für drei Treffer wieder bei ihm. Doppeltreffer bei ihm. Ja, wir haben wieder gewonnen. Wenn du eine Tracht Prügel suchst, bist du hier genau richtig. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Sieht aus wie ein Spellig. So, wir brauchen jetzt noch das Metier. Fühle ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Ich glaube, es gibt für dich noch eine Stelle beim Varieté. Wirst du laut Testament eingeäschert oder einbalsamiert? Desinfiziert. Sollte ich in deiner Nähe sterben, möchte ich, dass man mich desinfiziert. Ich spieß dich auf wie eine Sau am Buffet. Ich zittere, ich zittere. Zittere, zittere, sacre bleu. Mein Herz rast, denke ich an deine Beseitigung.
Dann wäre koffeinfreier Kaffee ein erster Schritt zur Läuterung. Ich hoffe, dass wir noch zwei, drei Beleidigungen lernen. Überall in der Karibik wird mein Name respektiert. Die Antwort brauchen wir auch noch. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du nur noch Filet. Na. Gib mir deinen Schatz. Wenn ich einen hätte, wärst du der Erste, der ihn kriegen würde. Arr. Arr. So, untersuche Seekarte. Wirklich furchterregende Piraten. Du bist also ein Pirat, sagst du. Das musst du beweisen, sage ich. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. So, dann brauchen wir jetzt respektiert. Da. Überall in der Karibik wird mein Name respektiert. Ich zittere, ich zittere. Sakrobel. Wirst du laut Testament eingeäschert oder einbalsamiert? Ich bin Gummi, du bist Stahl. Ich bin Gummi, du bist Stahl. Ich spieß dich auf wie eine Sau am Buffet. Ich bin Gummi, du bist Stahl. Naja, gut. Du hast gewonnen. Gib mir deinen Schatz. Nimm ihn. Er hat sowieso nur Platz weggenommen. Wir haben Beute gemacht. So, damit segeln wir jetzt wieder zurück in die Stadt und holen uns die letzte Kanone. Schon wieder da, Mister? Nö. Ich möchte ein paar Kanonen für mein Piratenschiff kaufen. Ich nehme die Destructomatic T-47. Mister, Sie haben soeben das Tor zur gehobenen Piraterie durchschritten. Sie haben soeben ein Destructomatic T-47 panzerbrechendes Blutbad-Anrichtungssystem mit Nachladeautomatik und Faxmodem bestellt. Ein ziemlich feines Stück, wenn ich das mal so sagen darf. Mama! Wir können natürlich jetzt auch immerhin Faxe vom Schiff versenden. So, die sieht natürlich so aus. Ein Destructomatic T-47 panzerbrechendes Gemetzelverteilungssystem mit automatischem Nachladen und Faxmodem. Ja. So, jetzt suchen wir Röchelieu. Also, wow! Der nimmt uns natürlich sofort stark unter Feuer. Wir haben schon wieder verloren. Was mache ich falsch? Ach, du strengst dich einfach nicht genug an, Guybrush. Wo haben wir denn Röchelieu? Zeig dich! Ja, genau. Ich glaub's auch. Feuer! Hallo? Schieß mal. Den möglichst wenig Eingriffsfläche zu bieten. Also das geht leider nicht immer. Ja! So, so, so. Sieh mal einer an, wer da auf mein Deck gespült wurde. Jetzt habe ich dich. Du hast so viel Sexappeal wie eine Croupier. Oh Gott, jetzt geht's schon los. Wie ein Croupier. Croupier, sind das nicht die Typen, die in den Casinos für Chips austeilen? Croupier, das könnte jetzt passen. Klischee, Filet oder Varieté? Was passt denn inhaltlich dazu? Nehmen wir mal das Klischee. Oh, das ist ein solch übles Klischee. War falsch. Ich laufe auf glühenden Kohlen und barfuß im Schnee. Schnee, mit welcher Armee? Könnte passen inhaltlich. Schnee, Armee, da reimt sich separé. Varieté ist, glaube ich, so ein Theater. Das könnte auch passen.
Ich glaube, es gibt für dich noch eine Stelle beim Varieté. Ja, Varieté ist richtig. Ganze Inselreiche haben vor mir kapituliert. Dein Atem hat sie auch paralysiert. Nennt sich das? Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Jawohl. Du bist eine Schande für deine Gattung, so dilettier. Was? Könntest du das wiederholen? Du bist eine Schande für deine Gattung, so dilettier. Was bedeutet denn dilettiert? Desinfiziert? Ich hab keine Ahnung. Mit deinem Numerus Clausus wurdest du sicher nicht immatrikuliert. What? Desinfiziert wollte ich mal versuchen. Wie hieß jetzt das Wort nochmal? Deletiert. Sollte ich in deiner Nähe sterben, möchte ich, dass man mich desinfiziert. Nee, das passt auch nicht. Wurdest du damals von einem Schwein adoptiert? Adoptiert. Ich glaube, dafür haben wir die Antwort noch nicht. Nee, dafür haben wir die Antwort noch nicht. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du nur noch Filet. Ist der Blick in den Spiegel nicht jeden Tag für dich eine Erniedrigung? Erniedrigung. Erniedrigung, ne? In Formaldehyd aufbewahrt, trügst du bei zu meiner Erheiterung. Deine Mutter trägt ein Toupet. Toupet. Das ist ein solch übles Klischee. Oh, das ist ein solch übles Klischee. Dein Geplänkel kommt nicht richtig in Schwung. In Schwung. In Schwung. Dann wäre koffeinfreier Kaffee ein erster Schritt zur Läuterung. Ich glaube, damit würde ich mich jetzt selbst dissen. Schwung. Für dein Gesicht bekommst du eine Begnadigung. Okay. Für dein Gesicht bekommst du eine Begnadigung. Jetzt werde ich dich erstechen. Da hilft kein Protégé. Protégé ist Verteidigung wahrscheinlich. Von Protect oder Protegere vom Lateinischen. Hoffentlich zerrst du mich nicht in Separé. Ne, verloren. Na! Und jetzt runter von meinem Boot, bevor ich dich auf der Insel der ungeschickten Zahnarzthelferinnen aussetze. Der ungeschickten Zahnarzthelferin. Okay, wir müssen, glaube ich, noch ein paar Beleidigungen. Runter von meinem Deck, du Seegurke! Ich habe keinen Schatz, weißt du? Du würdest mich doch nicht anlügen, oder? Doch, aber jetzt lüge ich nicht. Und dir werde ich den Kopf abschlagen. Das wirst du noch bereuen. Okay. Respektiert. Überall in der Karibik wird mein Name respektiert. So schade, dass das hier niemanden tangiert. Tangiert? En garde! Touché! Och, das ist ein Sold. Obwohl, nee. Ich lass ihn mal gewinnen. Bist du zufällig auf LSD? Warst du schon immer so hässlich oder bist du mutiert? Da haben wir schon mal eine neue Beleidigung. Ach ja? Gib mir deinen Schatz! Ich habe keinen Schatz. Warum glaubst du, habe ich dich angegriffen? Okay.
Wie kannst du es wagen, mein Schiff anzugreifen? Mal wieder. Ich habe keinen Schatz, weißt du? Das weiß ich. Also, was soll's? Ich brauche die Übung. Fair genug. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. So, dann suchen wir mal das Mutiert raus. Das haben wir gefunden. Warst du schon immer so hässlich oder bist du mutiert? Ich bin Gummi, du bist Stahl. Dann hauen wir einfach mal so eine piepige Beleidigung raus. Du bist blöd. Ha! Ist das das Beste, was du zu bieten hast? Jo. Wirst du laut Testament eingeäschert oder einbalsamiert? Wenn ich mit dir fertig bin, bist du nur noch Filet. Fühle ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du nur noch Filet. Mhm. Gib deinen Schatz her, du Meeresstinktier. Ich habe keinen Schatz. Warum glaubst du, habe ich dich angegriffen? Okay, an der Stelle mache ich da einen Schnitt und wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis neulich.